So, die Sternhüllengrube, wir sind wieder da. So. Auf ein neues. Vielleicht sollte ich einfach mal meine Death of 6 boosten. Wäre ein guter Plan, wenn er nicht spezielle Attacken hätte. Au! Hallo, 33 Schaden, geht's noch? Das ist gemein, wenn der einen two-hitten kann. Dann denkt man mit 28 KP noch einigermaßen sicher und dann kommt wieder sowas. Man braucht einfach nur Glück, dass der mit seinen speziellen Attacken ein bisschen sparsamer ist. Ich habe jetzt noch eine Sinnbeere. Wieso habe ich eigentlich diesen Samen immer noch? Bei dem spekuliere ich schon eine halbe Ewigkeit, dass der mal weggeht. Ich habe beide Chaos-Samen noch. Eigentlich wollte ich mit Tackle angreifen. Top-Elixier. Die Orb-Maron-Beere. Weiß jetzt zwar nicht, ob das was bringt, aber probieren kann man es ja immer mal. Jetzt einfach mal, weil dann kann mich der Arsch jetzt mit seinem blöden Gainer nicht einschläfern. Stirb endlich. Habe ich eine Persivbeere? Nö, habe ich natürlich nicht. Echt mal fixieren. Immerhin Level 13. Dann haben wir zumindest noch mal eine zweite Attacke. Probieren wir einfach mal. Ja gut, wenn es mal daneben geht, dann ist scheiße. Ich
Wäre echt schön, wenn mir mit der Attacke mal ein bisschen treffen würde. Okay, ich bleib beim Tackle. Ist das eine Frage oder eine Siedel? Ah, das ist eine Siedelbeere sogar. Sehr schön. Noch eine Siedelbeere. Also muss ich mir mal merken, sobald ich das nächste Mal unter 35 KP bin, auf jeden Fall gleich eine Siedelbeere nomsen. Wenigstens einigermaßen treffen würde. Nur der trifft ja gar nicht. Regenorb. Wenn er dann dreimal trifft, ist er richtig gut, aber wie oft kommt das vor? Treppe, das müsste eh schon die letzte sein, oder? Yep. Auf ein neues. Ich will dich endlich platt hauen, Jirachi. Also, tu mir den Gefallen und lass dich auch platt hauen. So. Def ist auf plus 6. So. Was haben wir denn jetzt überhaupt alles? Ja, natürlich geht der daneben. Gut. Und der geht natürlich auch daneben. Immerhin. Einer von den dreien. So können wir weitermachen. Ja, geht doch. Wieso nicht gleich so? Wenn das Viech nicht angreift, kann man auch gleich gewinnen. Was ist los? Donnerwetter. Oha. Jetzt bin ich aufgewacht. Streck und Reck, so wach. Ah, mein Name ist Jirachi. Und wer bist du? Ich bin Bilica. Donnerwetter, wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Dein Name ist Bilica? Nun gut, Bilica. Hör mir genau zu. Ich erfülle jeden einen Wunsch, dir schaffen, mich aufzuwecken. War so plötzlich. Ich fühle mich gerade gar nicht mehr bereit dafür. Nun gut, ich höre. Wie lautet dein Wunsch, Bilica? Mein Wunsch lautet, ich möchte, was haben wir denn da? Reich sein, das stärkste Pokémon sein, der beste Erkunder sein, ein Festmahl verspeisen, gut schlafen, jede Menge Items erhalten, die Welt regieren.
Spediza wollte der beste Erkunder sein, also darf er das auch machen. Bist du absolut sicher, dass du das willst? Ganz genau. Mein Traum, das war doch... Ich will der beste Erkunder überhaupt werden, jawohl, ja. Wie bitte? Stimmt etwas nicht? Wie lautet dein Wunsch, Spediza? Stimmt etwas nicht? Hast du keinen Wunsch? Mein Traum ist es, der beste Erkunder überhaupt zu werden, jawohl, ja. Der beste Erkunder? Ach so, es ist ziemlich einfach. Okay, also los. Warte, einen Augenblick bitte. Bitte? Was ist los? Donnerwetter, ja, mein Traum ist es, der beste Erkunder überhaupt zu werden, das stimmt schon. Ich dachte eigentlich, ich komme hierher und frage dich danach, jawohl, ja, aber ich habe mich umentschieden. Im Ernst? Warum? Weil ich gelernt habe, dass man sich so etwas nicht einfach wünschen kann zum Donnerwetter. Dafür muss man hart arbeiten. Und wenn man alles gegeben und Herzblut reingesteckt hat, ist man ein wahrer Erkunder. Aber man muss Erfahrung sammeln, Gefühle und Erinnerungen. Genauso lernt man. Mit den Aufgaben wachsen, Stück für Stück. Jawohl, ja. Jawohl, das ist mir alles während dieser Erkundung hier klar geworden. Der beste Erkunder aller Zeiten zu werden, dieser Wunsch kann nicht einfach von dir erfüllt werden, Jirachi. Verstehe. Wahre Worte. Was du da gerade gesagt hast, sagt auch etwas über deinen Charakter aus. Nicht jeder kann der Verlockung widerstehen. Du bist ein cooles Pokémon, Bidiza. Ich fange an, dich zu mögen. Also, wenn du zurzeit keinen weiteren Wunsch hast... warte. Einen Augenblick bitte. Jawohl, ja. Ja, bitte? Du hast gerade so nett ausgedrückt, wie bescheiden ich sei, Jirachi. Daher sollte ich vielleicht fragen... Das ist schon okay. Fahre fort. Wenn du mir immer noch einen Wunsch erfüllen könntest, dann wünsche ich mir, ich hätte so gerne einen Freund, den mich Dinge beibringen kann. Einen Freund? Du trainierst doch in der Gilde, nicht wahr, Bidiza? Also, du möchtest einen Freund, Bidiza. Einen, den du alles zeigen kannst, den du unterstützt und anweist? Ganz genau. Das wurde mir auf diesem Abenteuer klar. Donnerwetter, dass alle meine Freunde aus der Gilde sich so gekümmert haben, macht mich überglücklich. Jawohl, ja. Aber ich möchte mich nicht daran gewöhnen, verwöhnt zu erscheinen. Deswegen hätte ich gerne selbst ein oder zwei Freunde. Wenn ich einen Partner hätte, einen Freund, mit dem ich alles teilen könnte, was ich gelernt habe, dann würde ich besser und besser werden, da es mich anspüren würde. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Deinen Wunsch, Bidiza. Ich werde ihn erfüllen. Wirklich? Ja, vielleicht nicht allzu bald. Aber früher oder später wirst du in der Gilde neue Gesichter sehen. Freu dich darauf. Vielen Dank, Jirachi. Ich danke dir so sehr. Und so. So kam meine Erkundung der Sternhöhle zu einem Ende. Jawohl, ja. Und nun... Kilian? Deine Augen sind geschwollen. Was ist los? Konntest du nicht schlafen? Wie? Meine Augen auch? Verstehe. Wir haben jeden Tag recht gut mit unseren Aufgaben zu tun, oder? Wir sind gerade erst Mitglieder der Gilde geworden und es gibt noch so viel, was wir nicht wissen, aber lass uns dranbleiben. Es stimmt. Es gibt wirklich einen neuen Lehrling. Und nicht nur einen. Es sind sogar zwei. Jirachi, ich danke dir so sehr. Jawohl, ja. Ich werde euch nicht enttäuschen, Kilian und Fliegi. Ich mag diese Musik im Hintergrund übrigens so sehr. Ich werde mich anstrengen und aus jedem Tag das Beste herausholen. Stuff Credits. Wir haben die erste Bonus-Episode geschafft. Und wir haben auch nur ungefähr ein bisschen über eine Stunde dafür gebraucht. Weil wir ja auch mehrere Anläufe für Jirachi gebraucht haben. Aber mir macht das ehrlich gesagt bei den Bonus-Episoden gar nicht mal so viel aus, weil ich weiß einfach aus Erfahrung, wie scheiß schwer die sind. Und ich weiß auch, dass da sehr viel bei schief gehen kann. Habt ihr ja selber gesehen. 33 Schaden Konfusion, sage ich dazu nur.
Aber man sieht auch, wenn man ein bisschen Glück hat, dann kann man das Ganze auch so irgendwie noch hinkriegen. Beim ersten Mal hatte ich eh nur das Pech, dass er Erholung eingesetzt hat. Ich wusste bis dahin übrigens nicht mal, dass der Erholung kann. Muss ich da mal ganz ehrlich sagen, die Attacke habe ich bei diesem Jirahi zum ersten Mal gesehen. Jetzt genieße ich erstmal hier wieder schön diese tolle Musik. Da sind wir schon am Ende der Stuff Credits. Heißt aber noch nicht, dass das Spiel jetzt vorbei ist. In den Bonus-Episoden erhaltene Poke und Items werden in der Zwillichbank bzw. im Kangama-Lager deponiert. 409 Poke in der Bank deponiert, Items aus dem Staatsbeutel wurden eingelagert. Poke und Items wurden in der Zwillichbank bzw. im Kangama-Lager deponiert. Ja, es hat seine Vorteile, diese Bonus-Episoden zu spielen. So, jetzt haben wir die erste Bonus-Episode gemacht. Haben wir jetzt auch einen Stern hier davor. Bis zur zweiten dauert es jetzt ein kleines bisschen. Ich will aber an dieser Stelle auch gleich mal eine kleine Aufnahmepause machen. Ich nehme schon wieder fast 2 Stunden auf. Und wenn ich so die Zeit anschaue, die ich jetzt gerade aufschaue, müsste ich sowieso ziemlich genau am Ende eines Parts sein. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es mit dem Hauptspiel weitergeht. Und wir haben ja jetzt einen wunderschönen Einblick in Bidizas Hintergrundgeschichte bekommen. Das ist ja das, was ich an diesen Bonus-Episoden übrigens so schön mag. Man kriegt einfach von allen möglichen Charakteren irgendwelche Hintergrundgeschichten. Und das finde ich schön. Auch wenn die Bonus-Episoden einfach nur verflixt schwer sind und an mancher Stelle einfach nur scheiße unfair. Aber ich wiederhole mich an dieser Stelle sowieso schon mindestens das 5. Mal. Ich mache jetzt eine Aufnahmepause. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme, beziehungsweise auch in der nächsten Folge wieder. Wir sehen uns. Macht's gut.